Gut, das ist der zweite Teil. Wir gucken uns an Infantry Fire. Hauptsächlich in diesem Teil. Wir sind in der Prep Fire Phase. Es ist noch nichts passiert. Was ich vergessen habe, was ich oft vergesse, ist in der Rally Phase gibt es hier die Möglichkeit, dass sich das Wetter ändert, der Wind ändert, dafür wird gewürfelt. Ich habe eine 4 gewürfelt bei 1-1. Also bei einer 2 gäbe es einen Wetterwechsel, dann könnte Wind aufkommen. Wir haben aber keinen Wind und so bleibt es auch. Aber die 4 bedeutet tatsächlich ein Random Event. Also erstmal hier die 4. So, und zwar ist das ein Random Event für die Friendly, weil ich jetzt in meiner Runde, also als Friendly, gewürfelt habe. Bekomme ich ein Random Event, den gucke ich mir aber gleich erst an, weil ich sonst ein bisschen aus dem Konzept komme. Das heißt, das merke ich mir und handle das gleich ab und mache jetzt erstmal meine Überlegungen zum Infantry Fire. Zuerst, also genau, ich habe jetzt meine Leute aufgebaut, ich habe jetzt meine zweite Karte daneben gelegt, damit das ein bisschen schöner zu sehen ist. Hier oben ist mein Sergeant Bestikov, der hier versucht, das obere Victory Point Feld einzunehmen und hier in der Mitte die deutlich stärkere Einheit vom Sergeant Chekov, der halt die Masse hier zu tragen hat. Oben, der räumt den Weg frei und geht dann zu dem Victory Point Hex. Der versucht, die beiden zu erreichen und versucht dann dadurch, sich zu schlagen, mit dem anderen wieder zu vereinen. Und hier unten, die versuchen wir weitgehend zu ignorieren. Vor dem Start, im Setup, können Einheiten concealed werden, also verstecken, dass der Gegner sie schwieriger treffen kann. Das heißt, hier oben die Jungs, die sind alle hinter dem Wald. Keiner kann sie sehen, auch da oben der da am Board Edge sitzt, der hat keine Sichtlinie auf all meine Leute, sodass die alle versteckt sind. Die haben alle diesen Concealed-Marker, der kommt normalerweise ja oben drauf, aber ich lasse es mal der Schönheit halber so liegen. Und hier in der Mitte ist es so, dass die eigentlich alle gesehen werden können. Hier diese Suspekteinheiten sind halt alles Good Order Units. Das heißt, die können alle potenziell ja, richtige Feinde sein. Das heißt, die haben keine Chance, sich zu verstecken. Den Einzigen, den ich versteckt habe, ist hier der dahinter steht. Das ist hier eine, das sind die Special Teams mit den Granatwerfern. Die Granatwerfer, die habe ich auch vor dem, also im Setup sozusagen, habe ich die dismantelt, also auseinandergenommen, damit sie leichter zu transportieren sind. Dann, ich plane jetzt erstmal nicht damit zu schießen, deswegen sind die auseinandergenommen und die richtigen liegen ja bei der Seite. Ich habe noch Folgendes gemacht. Meine beiden stärksten Waffen sind ja die beiden MGs. Damit die direkt wirken können, habe ich die hier vorne reingestellt. Das 6er Heavy MG, das man übrigens nicht auseinanderbauen kann. Die Russen können das nicht. Die müssen die schweren Dinger in einem schleppen. Und das mittlere MG und den Leader hier drauf, damit er Feuerunterstützung geben kann. Und jetzt habe ich eigentlich mehrere Optionen, wie ich hier kämpfen kann. Also jetzt bin ich noch nicht ganz fertig mit meinem Setup. Also die Einheit kann hier gut auf diese beiden Suspekteinheiten schießen, die in dem Haus sind. Und ich habe jetzt verschiedene Optionen. Ich habe ja insgesamt eine Feuerkraft von 10, ne, das ist hier der 4er plus der 6er MG, das ist eine Feuerkraft von 10. Da die ja suspected sind mit dem Fragezeichen, wird die halbiert, sogenanntes Area Fire. Das heißt, es bleibt 5 Punkte über, um dort, also 5 Feuerkraft über.
Was ich erreichen will, ist mit diesem Feuerkampf, ist eigentlich nur zu gucken, ob sich da irgendwas drin versteckt. Und dazu muss ich mindestens ein Ergebnis erzielen. Und man sieht hier bei Feuerkraft 5, also wird immer das Niedrigere genommen, reicht mir hier die 7 mit zwei Würfeln, um ein PTC, also ein Task-Check, zu erreichen. Und damit würde die Einheit schon, müsste sich quasi aufdecken. Auf diesen Würfelwurf von 7, mit den zwei Würfeln, kommt plus 2 für das Gebäude, weil die ja beide in so einem Holzschuppen drin sind. Das ist plus 2. Und plus 1, weil es in dem, weil ich hier über diese Hecke hier rüber schießen muss, ne, die Spinne entlang. Also habe ich plus 3 auf den Würfelwurf. So dass ich also im Schnitt eine 10 würfel. Ja, immer den Schnitt eine 10 würfel. Minus 1 für meinen Captain. Das hat er als Vollunterstützung. Also würde ich im Schnitt eine 9 würfeln. Eine 9 erreiche ich da aber nicht. Bei Faktor 4, beim Feuerstärke 4. Das ist ein bisschen doof. Genau, ich könnte auch quasi beide angreifen. Also ich will ja möglichst schnell vorankommen, damit ich möglichst viele Siegpunkte abgreife. Und hier sind ja zwei Einheiten angrenzend übereinander. Der erste ist hier im ersten Stock und der andere darunter. So, ich kann die auch beide gleichzeitig angreifen mit dem MG. Das MG hat diese Fähigkeit, sogenannte Spraying Fire Möglichkeit. Dann wird die Feuerkraft nochmal halbiert. Da hätte ich also eine Feuerkraft von 2,5 auf jeden. Und bei 2,5 sind wir eben hier eine Spalte weiter links, ne, plus die 2. Also im Schnitt habe ich eine 9. So, da bin ich weit weg. Ich müsste also schon sehr gut würfeln, um überhaupt da das schaffen zu können. So, was ich noch machen kann, ist, ich habe hier ein Stacking Limit und zwar kann ich drei Gruppen hier reinstellen. Eine ist quasi schon drin, weil das zwei Halbgruppen sind. Wenn ich jetzt noch zwei Gruppen hier reinstelle, ich mal die hier und die hier dazu, dann ist mein Maximum an Stacking Power erfüllt. So, die haben eine Feuerkraft von 4 und eine Range von 4. Das heißt, die müssen Long Range schießen, weil das hier 5 Felder entfernt ist. 1, 2, 3, 4, 5. Sodass die jeder per se erstmal nur Area Fire wegen Suspect 2, Long Range 1 dazugeben würden. Das heißt, sie geben einen Punkt dazu, aber die können kein Spraying Fire machen, weil da eben die Range nicht unterstrichen ist. Da gibt es bestimmte Waffen, die haben halt das nicht. Und der hier, die MGs, die haben das unterstrichen. Die können das. So dass ich also jetzt überlegen muss, entweder greife ich beide Ziele an auf der Zweierspalte oder ich greife ein Ziel an, dann hätte ich 5, 6, 7. So, die 7 bringt mir nichts, wie man hier sieht. Also ich kann entweder nur 6 oder 8 nehmen. Also kann ich einen hier auch mir sparen. Und genau, dann habe ich einen wieder zurückgetan. Und dann schieße ich quasi mit der Einheit hier. Dann habe ich da 6 Feuerpower und schieße nur auf einen einzigen. Und erreiche damit am Ende mit einer durchschnittlichen 9, habe ich gesagt. Ja, ich muss gut würfeln. Die Wahrscheinlichkeit ist kleiner, 50%, dass ich einen aufdecken kann mit diesem Schuss. Aber ich habe ja